13. Spieltag der Regionalliga Nordost. Der SV Lichtenberg trifft auf die VSG aus Altglienicke. Die Gäste von Trainer Carsten Heine natürlich klarer Favorit. Aktuell Tabellenplatz 2 seit einigen Wochen. Und somit sollte es eigentlich eine Mammutaufgabe für die Mannschaft von Uwe Lehmann sein, hier Punkte einfahren zu können. Dennoch, die Lichtenberger Formkurve zeigt nach oben und so kommt der Gastgeber in Rot von rechts nach links erstmals nach 4 Minuten nach vorne. Einsiedel kommt über links, sucht Brechler, findet aber nur Keeper Zwatzig. Wieder Lichtenberg, diesmal über rechts, Henschel mit der Flanke und die landet bei Christian Gawe! Was ein Traumtor zum 1:0. Christian Gawe macht seinen 3. Saisontreffer und trifft aus der Distanz direkt ins Altglienicker-Herz. Unfassbar gut geschossen. Nichts zu halten, trotz seines schwachen, seines rechten Fußes macht er den perfekt in den Winkel. Nichts zu halten für Zwarzig im Tor. So führt Lichtenberg nach 8 Minuten mit 1:0. Und das ist verdient. Sie sind tatsächlich die bessere Mannschaft in dieser ersten halben Stunde. Wie reagiert die VSG? Scheffel über rechts. Das ist dann mal gut gespielt von der Mannschaft von Carsten Heine, aber der Ball findet nicht den Weg auf das Tor. Zweiter Anlauf, inzwischen 43 Minuten gespielt. Scheffel hier im Zusammenspiel mit Dennis Lemke und wieder Tom Scheffel. Lindemann wirft sich rein und Lichtenberg verteidigt mit Herzblut diese 1:0 Führung. Altglienicke hat nicht die erwartete Dominanz, kommt nur ganz selten vor das Lichtenberger Tor. Der hohe Ball auf Usan. Der Top-Torjäger macht das klasse mit der Hacke auf Toni Schmidt. Aber Wollert ist da und pariert. So kennen wir ihn, Niklas Wollert. Er macht wieder eine starke Partie. Noch einmal Lichtenberg vor der Pause mit Einsiedel. Hier im 1 gegen 1, Philipp Einsiedel versucht reinzuziehen, aber auch dieser Flankenball wird nichts. Zur Pause bleibt es beim 1:0. In der Pause reagiert Gästetrainer Carsten Heine auf den Rückstand, bringt 2 neue Spieler. Johann Sie und Kevin Stephan sollen die Offensive von der Klinike beleben. Erstmal kommt allerdings wieder Lichtenberg, die inzwischen stark geworden sind im Konterspiel. Gawe sieht rechts, Junge Abiol, Benjas Solomon, Junge Abiol, aber den hat er dann doch deutlich am Tor vorbeigezogen. Dann mal ein Freistoß von links, traditionell getreten durch Nils Fiegen. Und der hat das Auge für Thomas Brechler, aber der verpasst den Ball. Riesenchance am langen Pfosten auf das 2:0. Und das wäre inzwischen längst verdient. Kulecki schnappt sich hier die Kugel. Klasse Pass auf Brechler in die Schnittstelle. Brechler gegen Rico Steinhauer. Und Schiri Henry Müller legt sich sofort fest, es gibt Elfmeter. Rico Steinhauer stellt sich nicht geschickt an. Kann es David Tolwitz ausnutzen? Ja, er kann. 2:0 für Lichtenberg. Sie sind wieder dabei, die ganz Großen zu ärgern und wie. Und die über 500 Zuschauer feiern es frenetisch im Zoschke. Hier ist ordentlich was los, heute in Berlin-Lichtenberg. Und schauen Sie mal, wie die das alle gemeinsam feiern. Die Mannschaft ist im Laufe dieser Regionalliga-Saison zusammengewachsen. Noch sind allerdings 20 Minuten zu spielen, die Partie noch lange nicht gegessen. Sie schnappt sich hier die Kugel. Ist willensstärker als Olo. Sieht Schmidt, der gegen Lindemann. Und es gibt wieder Elfmeter. Auch hier legt sich Schiri Müller sofort fest, es gibt Elfmeter. Und es wird der beste Torschütze bei Altglienicke antreten. Der Mittelstürmer, Tugay Usan gegen Niklas Wollert. Und er macht ihn in der 71. Minute. Wird es nochmal richtig dramatisch, denn Altglienicke kommt nochmal ran. Und möchte natürlich diesen Sensationssieg noch verhindern. Natürlich merkt Altglienicke jetzt auch, dass nochmal was möglich ist. Die werfen noch einmal alles nach vorne und versuchen irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Wir sind schon in der 83. Minute. Es gibt einen Eckball über die rechte Seite. Und der geht zu Rico Steinhauer. Fast hätte er seinen verursachten Elfmeter wieder gut gemacht, aber so einfach geht es dann doch nicht. Wir sind schon in der 93. Minute. Altglienicke kommt mit dem wahrscheinlich letzten Ball nach vorne. Wozniak will ihn hier klären.
und trifft Toni Schmidt. Und es gibt tatsächlich nochmal den Elfmeter. Unfassbare Szene. Und es tritt wieder Tugay Uzanan gegen Niklas Wollert. Was wäre das für eine Geschichte? Und Wollert hält, Niklas Wollert hält den Sieg für Lichtenberg fest. Der Fußballgott hat einen neuen Namen gefunden. Niklas Wollert sichert den Sieg für Lichtenberg 47. Was für eine Geschichte. Was für ein Erlebnis im Zoschke. Lichtenberg gewinnt und landet auf Tabellenplatz 10.